Meine lieben Leute, seid mal ganz recht herzlich willkommen. Bernd das Brot, der kastige Koloss und ich, wir sind ein wenig ratlos. Absperrband. Können wir vielleicht den hier ein bisschen irgendwie absperren? Das geht tatsächlich, das war's echt. Es ist ein kleiner Ruck für ein Brot mit zu kurzen Armen. Aber eine große Dummheit auf jeden Fall. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Au und Mist. Sag mal die Münze ein, Bernd. Endlich. Das war ein Glückstreffer, liebe Leute. Genau, Begierde. Das ist. Ich habe gerade angefangen zu aufzunehmen und, ne, und jetzt habe ich mir gedacht, machst du. Totaler Zufall, liebe Leute. Wahrscheinlich, mein Unterbewusstsein hat noch eine Erinnerung daran gehabt, ne? Und insofern hat es automatisch richtig entschieden. Gut, du erzählst immer den gleichen Scheiß hier mit deinen außerirdischen Briegel. Bernd, ich bin gerade. Ja, okay, das tut mir leid, aber das lässt sich ja relativ gut abklickern, ne? So, pass mal auf, jetzt haben wir die Münze. Jetzt können wir diesen komischen Pantomimen da bezahlen, sag ich jetzt mal, ne? Chili brüllt da wieder rum. Komm, jack, komm. Das sieht übrigens aus, als würde irgendwer im Gebüsch liegen. Also das ist... So, pass mal auf. Pantomime, wie willst du Kohle? Herr Stadtpark. Stadtpark. Ein Verbrechen oder sowas ähnliches. Ja, hatten wir leider auch schon. Der will Kohle und das haben wir schon gesehen. Wir haben aber ganz zufällig ein bisschen Kohle. Na ja, klar. Mhm, genau. Ich hasse Kleinkünstler, das ist okay. So, Münze? Bitte sehr, Kollege. Hier, Herr elender Pantomime. Hartgeld für Informationen. Mhm. Ich würde gern noch etwas Persönliches loswerden. Ich verachte sie wegen ihrer Kleinkunst zutiefst. Was willst du noch? Applaus? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir Applaus da. Hier, Baby! Yeah, cool! Okay. Ich bin ein großer Bewunderer ihrer elenden Kleinkunst. Moment, nicht so schnell. Eins muss man ihm lassen. Er bleibt in seiner Rolle. Und das kann etwas dauern. Mein Pantomimisch ist etwas angerostet. Drei Worte. Das erste beginnt mit... Jemand hat einen Clown aufgeblasen? Irgendwas mit Blinken riechen? Von Unzucht? Mist. Ah! Jetzt verstehe ich es. Da war jemand, der die Statue mitgenommen hat. Wer ist Eisenbeißer Willi? Das ist eine Spur, nichts wie hin. Wir sind albern verkleidet, suchen ein albernes Bronzejack und wurden von einem albernen Pantomimen zum Schrottplatz von Eisenbeißer Willi geschickt, weil der die alberne Bronzestatue geklaut haben soll. Dann albern wir mal nicht rum und fragen einfach Herrn Eisenbeißer Willi. Alles andere wäre ja albern. Das hast du toll gesagt, kastiger Koloss. Danke. Bitte. Kastiger Koloss. So, das ist auf jeden Fall jetzt hier ja, ein schöner Schrottplatz. Da sehe ich einen tollen Dino. Ne? Hier sehe ich komische Drähte. Da sitzt einer an der Waschmaschine. Hier sehe ich einen netten Teddy. Das sieht auch irgendwie verdächtig aus. Und hier, wie sehe ich denn hier? Pflanze. Das sieht aus wie der kleine Horrorladen. Little Audrey. Audrey 2 hieß die, glaube ich, die Pflanze, oder? Irgendwie kommt mir die bekannt vor. Genau. Little Shop of Horror, Little Shop. Ba, 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 ba. Wer das nicht kennen sollte, ne? Ist eine Verfilmung mit Steve Martin und Rick Moranis. Gibt's als Film. Ne? Ich habe es aber auch schon im Theater gesehen, der kleine Horrorladen. Ganz großes Musical-Theater. Das ist auch für eine fleischfressende Pflanze, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, eine kaputte Leiter. Eine kaputte Leiter. Können wir die nehmen? Na klar, alles, was man anklicken kann, soll ich auch mitnehmen. Ja, nur wenn eine Hand dran ist, Bernd, sonst nicht. Das ist, was haben wir denn hier? Ah, wer wie Eisenbeißer Willi einen so hohen Zaun um seinen Schrottplatz gezogen hat, hat bestimmt gerne unangemeldeten Besuch von drei verkleideten Irren. Vielleicht solltest du durch kinetische Übertragung von Energie auf geeignetes Trägermaterial eine Schallwelle erzeugen. Ich soll anklopfen, Busch. Wenn du es sagst, klingt es immer so simpel. Und wenn du es sagst, Briegel, dann klingt es immer so hochwissenschaftlich. War hier noch irgendwas? Den Teddy, ich kann den Teddy nicht mitnehmen, die Waschmaschine. Echt jetzt?
Wie, ich habe nur drauf geguckt, Alter. Echt jetzt? Darf ich nicht mehr gucken? Also, das ist halt, Bernd ist schon ziemlich garstig, das muss man sagen. Und, die beiden machen zwar eine Menge Scheiße, Briegel und Chili, aber Bernd ist auch nicht ganz leicht. Sagen wir es, wie es ist, ne? Was haben wir hier? Briegel, Chili? Ich kann nur mit Briegel sprechen. Mit Chili kann diese ich nicht Anfrage sprechen. Ist mir zu kryptisch. Was? Kryptonit oder was? Komische Drähte. Komische Drähte. Mein Doppelklickfinger. Wahllos schnappe ich mir Sachen aus diesem Müllhaufen. Wie er das tut. Wahllos! So, was habe ich jetzt da? Das ist ein Kabel, das ist eine kaputte Leiter. Kann ich die Leiter mit dem Kabel reparieren? Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Warum sagst du mir denn nicht vorher, wenn du das hättest können und bla und blub? Du kennst das Spiel doch schon. Klebeband. Ein weit entfernter Einkaufswagen. Mit ganz viel Zeug drin. Ich will ganz viel Zeug unbedingt haben, und zwar sofort. Weit entfernt. Da kann ich drauf pissen. Oh, ganz viel Klebeband. Cool. Damit könnte ich den Busch und das Schaf zum Schweigen bringen. Das soll er gleich. Naja, ich bin mal nicht so. Doch, ich aber. Pass mal auf, lass ich jetzt probieren. Hier, Busch, Priegel. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon mal einen wesentlichen Baustein. Was für ein Baustein? Habe ich jetzt was verpasst? Diese Anfrage ist mir zu kryptisch. Wie Baustein? Wieso Baustein? Was muss... Tür. Ah. Wer wie Eisenbeißer Willi einen so hohen Zaun um seinen Schrott... Okay, das haben wir schon. Da steht jetzt auf jeden Fall eine Hand. Dann klicke ich da mal drauf. Vielleicht funktioniert's ja. Ja. Klopf, klopf. Klopf. Och, Menno, ein Stromschlagstand. Warum kriegst immer du die tollen Sachen? Hatte ich mir doch gedacht, dass der Zaun unter Strom steht. Einsichtiger Kommentar, wütender Kommentar, ausfallender Kommentar. Naja, sagen wir es mal so, das Spiel hat keine Altersbegrenzung, insofern dürfte die ausfallenden Kommentare nicht so wirklich krass werden, aber ich bin wütend. Ich bin hier durch die Luft geflogen, wie das ist, das... Und warum hast du's dann nicht gesagt, Busch? Weil es bisher eine unbestätigte Theorie war. Ergo, jetzt bestätigt. Na, da bin ich ja froh. Ich auch. Ach, Busch, ergo... Ich hasse dich. Ergo. Das meinst du nicht so. Genau. Aber überleg mal, wie wir mit der Anwendung der uns umgebenden Materie über den Zaun kommen. Liebe Kinder, bitte fasst nie einen Zaun an, der unter Strom steht. Niemals nie. Auch und vor allem, wenn Dummbusch-Freunde euch dazu auffordern. Und dies ist die einzige Stelle in diesem albernen Spiel, die wirklich ernst zu nehmen ist. Meine lieben Kinder, das frage ich im nächsten Test ab. Wenn ihr es nicht verstanden haben solltet, nochmal zurückspulen. Das ist auf jeden Fall Teil der nächsten Klassenarbeit sogar. Also das ist elementar. Und er hat es sehr deutlich betont, das ist das Einzige, was er wirklich ernst nehmen kann in diesem Spiel. Und das ist ganz schrecklich. So. Okay, pass mal auf. Emotion Ärger. Ah, cool. Gut, pass mal auf, können wir denn mit dem Kleber, ich muss mal ein bisschen rumgucken, weil ich sehe das sonst mit der Facecam nicht, mit dem Kleber die kaputte Leiter klar machen? Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Du hast doch gesehen, dass ich es versucht habe. Audrey, Baby, pass mal auf, können wir mit dir ein bisschen, Aber woher? Ja, woher? Der kleine Horrorladen, kommt da noch drauf? Lieber Spieler, bitte klick nicht mehr auf die Pflanze, sonst muss ich noch sehr, sehr lange nachdenken. Pass mal auf, Alter. Und das tut mir gerade sehr weh. Das tut mir leid, aber... Irgendwie kommt mir die bekannt vor. Ja. Okay, Holzbretter. Ah! Holzbretter. Take it, baby, take it. Na toll. Jetzt soll ich auch noch Bretter durch die Gegend schleppen. Du willst es ja nicht anders. Okay, pass, wir haben auch Nägel gefunden, ne? Warte mal, da sind die Nägel. Können wir die mit den Brettern... Hallo? Spieler? Ah, ja, ja. So Bretter mit, Leiter? Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Hätte, er liegt im Bett, mal pass mal auf, ey. Schrotthaufen? Was die Leute alles so wegwerfen. Das ist in der Tat eine. Was für eine Befreiung von unnötigem Ballast. Okay, hier den Dino. Mal ganz kurz hier gucken. Pflanze ist doppelt. Schrott. Eine Pfütze, okay. Mein Gemisch aus Dreck mit Altöl, anderen giftigen und vielleicht radioaktiven Stoffen sowie ein bisschen Wasser. Bernd, ein Hang zum Negativen macht mir doch schon schwer zu schaffen, muss ich ja ehrlich sagen. Das ist,
Komische Drähte. Komische Drähte. Können wir denn die Drähte vielleicht hier irgendwie da... Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Doch, oder? Doch. Ich hab das vielleicht mit dem Klebeband ablösieren. Wo ist das Klebeband? Da. Hallo? Das funktioniert. Das hast du nicht... Pass mal, könnte ich die Drähte Priegel geben? Der will ja irgendwas zusammenpriegeln wahrscheinlich. Hallo? Okay. Überleg mal, Bernd, wie können wir unsere multiple Zellkombination auf die andere Seite des Zaunes befördern? Ich komme mir vor wie bei einer mittelalterlichen Belagerung. Dann brauchen wir die Leiter. Nur, kaputte Leiter, Tür. Ach, wäre es doch nur so einfach. Ja. Ist es aber nicht. Ist Leiter, kaputt. Zaun, zu hoch. Hm. Leiter kaputt, wir bräuchten doch irgendwie einen Hammer oder was, ne? Priegel, mit Chili kann ich gar nicht reden. Alter Kinderwagen. Schlaf, Kindchen, schlaf, der Vater hütet die Schaf. Das Schaf? Das Schaf, und zwar Chili-Schaf. Der Vater hütet Chili? Chili. Ich glaube, ich drehe durch. Ja, das ist, du hast einen schweren Stromschlag gekriegt, Kollege. So, nochmal, noch eine. Alter Kinderwagen, Pfütze. Warte, war da noch was? Wir müssen gucken. Ihr wisst ja, wenn so Lupen im Angebot sind, Spielkind übersieht gerne mal Lupen. Ne? Okay, Tür. Holzbretter? Ja, es klappt nicht. Du hättest mir das vorher sagen das können. Das funktioniert so nicht. Ja. So, pass mal auf. Pfütze. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch. Können wir das Priegel geben? Hallo? Oh, die Bretter vielleicht? Das funktioniert so nicht. Ja, ich bin, ne? Wie gesagt, ihr wisst, ne, es ist länger her, dass ich das gespielt habe, aber kann ich hier die... Das hast du nicht gerade will. Doch, ich hab's versucht. Verdammte Scheiße, ich versuch alles hier. Hallo? Das funktioniert... Das hast du nicht... Da ist eine Pflanze, da ist die Pflanze. Immer die gleiche Pflanze, ne? Okay. Leere Dose. Eine leere Dose. Wieso habe ich die dann eben bei den Dings nicht gesehen? Ne, das meine ich, ne? Von wegen, ne? Rostig, scharfkantig und riecht nach Thunfisch. Das ist gut. Steck ich doch mal ein. Ja, auf jeden Fall, Bernd. Da kommen wir ganz weit mit. Können wir hier ein bisschen Wasser abzapfen? Gute Idee. Ja, war kein... eine Portion verseuchtes, radioaktives, übelriechendes Wasser mit. Ja, weißt du, das Ding ist, habe ich jetzt gar nicht über nachgedacht. Jetzt die Kabel da vielleicht rein? Das hast du nicht gerade will. Doch, ich hab's versucht, ich gestehe es. Ich hab's. Ein bisschen Klebeband vielleicht darauf achten. Muss mal links klicken, rechts klicken, wenn das weg. Hallo? Na, können wir das jetzt dem Priegel vielleicht geben? Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ich will noch Klebeband haben, und zwar sofort. Das funktioniert so nicht. Ich glaube, ich habe genug davon, um den Busch und das Schaf lange. Sehr lange zu knebeln. Das machst du aber nicht. Ich hab's probiert. Priegel. Busch, könntest du dich ein bisschen präziser ausdrücken? Nein, Bernd. Wie nein? Alter, wir müssen darüber und du... Okay. Mhm. Ja, ohne Hammer kriegen wir diese verkackte Leiter nicht wieder ans Laufen. Kann ich die da vielleicht auf die Tür... Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Doch, habe ich. So langsam macht er mich kirre, der gute Bernd. Ist ja mit seiner destruktiven... Alter, du bist ein total destruktiver Bengel. Ich bin schon genauso irre wie Budimčić in den Serien. Der dreht auch immer durch. Ja, aber der dreht wegen... Ich weiß auch nicht, das ist alles ganz schrecklich. Pass mal auf. Moment, Tür... Da war doch noch irgendwas. Ich habe da noch gerade irgendwas gesehen. Schrotthaufen. Ich mache noch mal die Lupe. Ich übersehe natürlich wieder einiges, das wisst ihr, Zim. Okay, was habe ich im Inventar? Ich habe die Wut im Inventar. Komm, ich will dir mal einen Priegel auslassen. Aber Bernd, was solltest du in diesem Spiel mit einer verkohlten Topfpflanze anfangen wollen? Ja, da hast du recht. So dumm, dass du keine Maispflanze bist. Sonst könnte ich wenigstens Popcorn aus dir machen. Okay, vielleicht können wir die Pflanze gießen, aber das... Hallo? Spieler? Jemand zu Hause. Okay, dann machen wir es jetzt. Nicht funktionieren. Ja, machen wir es jetzt hier Hogi, ne? Wir putzen jetzt das Auto. Das geht leider gar nicht. Können wir den Kinderwagen waschen? Das funktioniert so nicht. Das ist ja vorher da. Wie gesagt, es ist lange. Was ist das? Emotion, Ärger.
Ach, hier können wir noch weiterschalten. Ah, okay. Ah, die Schaufel haben wir auch noch. Moment. Ganz kurz mal gucken. Das ist natürlich jetzt echt ein bisschen scheiße, wegen des, Das hast du nicht. Doch, ich hab's probiert. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich gemacht? Was war das? Kaputte Leiter. Eine kaputte Leiter. Wofür? Können wir die jetzt hämmern? Hallo? Können wir... Wo sind die Bretter? Das funktioniert... Das hast... Hallo? Das... Okay, wir haben jetzt die kaputte... Eine kaputte Leiter. Wofür auch immer ich sie brauchen kann. Das Problem ist, ich habe es nicht gesehen, was ich gemacht habe, weil die Facecam davor steht. Ich sehe das alles gar nicht. Totale Scheiße hier, Mann. Wie das Spiel ohne Facecam weiterspielen, Freunde, sag doch mal, weil das ist nicht leicht, ne? Steht genau im Weg, das gute Ding, ne? So, okay, wir haben Emotionen Ärger. Wir haben halbes Klebeband. Wieso halbes Klebeband? Hier, Priegel. Das hast du nicht gerade. Doch, du wolltest den knebeln und überhaupt sowieso. Warte mal hier. Die Pfütze, ja, was mache ich mit der Pfütze? Die Leiter in der Pfütze, komm. Spieler? Das kann doch nicht funktionieren. Jemand zu Hause? Ja. Das kann nicht funktionieren. Aha. Nochmal? Leiter kaputt, Zaun zu hoch. Ja, er bringt es auf jeden Fall präzise auf den Punkt. Nochmal, Leiter kaputt, Zaun zu hoch. Ich mag das ja, ne? Ich mag ja verdichtete Sprache, ne? Deswegen dichte ich auch gelegentlich mal. Gut, wir haben jetzt die Dose mit Wasser. Können wir jetzt die Schuhe trinken? Das funktioniert so nicht. Und Briegel will das wohl auch nicht haben. Das hast du nicht gerade wirklich. Doch, ich hab's versucht. Ich bin Hallo? Verzweifelt. Spieler. Okay, Schrotthaufen vielleicht. Das funktioniert. Moment, die Kabel. Wo sind die Kabel? Das sind die Bretter, oder? Das hast du nicht gehört. Doch, ich versuche gerade. Ach so, das. Moment, der hat. Was hat er die Kabel mit den. Hallo? Das funktioniert. Das hast du nicht. Hallo? Okay, dieses Grundsophon tut's auch nicht. Schaufel, alter Stiefel, rostige Nägel, kaputte Leiter, halbes Kleber, Emotion Ärger, Holzbretter. Holzbretter. Wer immer nur den Splitter im Auge des anderen sieht, sieht die Bretter vom eigenen Kopf nicht. Ich sollte Philosophie unterrichten. Das war mehr Theologie. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Verdammte Scheiße, ich weiß also aktuell echt nicht, was ich... Ne? Wir kriegen jetzt aber hin, die Leute, in diesem Sinne ab in ihre Freunde. Halt euch verrat. Ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45. Wir müssen auf diesen verkackten Schrottplatz. Ich will mir nämlich den Dino ganz in Ruhe ansehen, liebe Leute. Ciao, ciao.